Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Extra-Folge oder neues Extra-Projekt, man weiß es noch nicht. Mit dem guten Alex. Hallo Alex, der König natürlich, Euer Majestät. Moin. Ja, wir haben uns mal zusammengefunden, Scum zu spielen. Und, das war doch mal Zeit, oder? Und ja, auf jeden Fall. Und sind auf dem Server, wie heißt das? Scum and Chill? Ja, ne? Ja. So heißt der Server. Das ist der, auf den du auch aufnimmst und streamst, ne? Ja, genau, unter anderem. Das ist halt mein Server so und. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier, weil wir einfach zusammenzocken wollen. Genau. Und nehmen auch gleichzeitig zufälligerweise auf. Ganz zufällig, ja. Super. Gut, ja. Kann ich mit sortieren? Er ist stolzer Besitzer eines Flugzeuges. Ja. Ja. Und ich habe. Manche sagen, ich kann es fliegen, manche sagen, ich kann es nicht. Das gucken wir gleich, wie das sich anfühlt. Okay, ja, ich bin jetzt eine Nullnummer noch hier, ne, mit Scum-Klamotten. Ja, das looten wir jetzt alles für dich. Sehr gut, sehr gut. Hört sich super an. Der Plan steht. Was hast du gesagt, wo? Ja, warte, mach einmal die Map auf. Ich will einmal nur ein, zwei Sachen kurz erklären. Ach, also, genau, erklär mal ein bisschen. In der PvE-Zone, die ist halt grün, alle PvE-Zonen sind grün. Dann siehst du diese kleinen roten Zonen. Ja. Das sind so High-Loot-Zonen. Ist so per Skript halt eingestellt, dass da jetzt High-Loot ist. Verschiedene Sachen irgendwie. Die wechseln auch ständig. Die wechseln dann wochenweise und so. Wechseln diese Zonen. Mal sind es jetzt die, die jetzt rot markiert sind. Mal sind es andere, wie auch immer. Dann haben wir auf dem Discord ja auch noch die Warzones, die halt im Discord ausgeschrieben werden. Du könntest jetzt auch dir ein Welcome-Pack holen. Du könntest dir jetzt Quests machen und so weiter, also wenn du Bock hast, aber erstmal fahren wir einfach los, würde ich sagen, und machen chillig irgendwas. Erstmal und stimmen wir uns aufeinander ab. Genau, und dann diese kleinen blauen Zonen da, B4 immer da und A4, das sind so kleine, ja, das ist eine Flugschule und ein Restaurant sozusagen, also es wird so ein bisschen Soft-RP gemacht. Ah, gut. Es ist halt Scum and Chill hier, ne? Das ist hier kein Hardcore-Server, das ist kein großartiger PvP-Server, das ist einfach nur ein chilliger Server, fertig ist. Nö, das hört sich gut an. So. Guck, dafür habe ich einen Ruhmpunkt bekommen, dass ich mir das angehört habe. Ja, das ist hier so Usus. Wenn man dem König zuhört, gibt's auch mal einen Ruhmpunkt umsonst. Und dann vom König geflogen werden sogar noch. Wahnsinn. Ja. Das blamier dich nicht. Nee, ich gebe alles. Oh, schön. Mal fliegen, ohne zu fliegen. Aber bei dir ist auch, ne? Sound musst du erstmal runterdrehen, sonst verstehe ich gar nichts mehr von anderen. Ich höre dich noch. Ich glaube, laut. Ich habe das schon so eingestellt, weil ich viel fliege auch, tatsächlich. Ja, ja. So, aber wir fliegen jetzt in der PvP-Zone. Das ist jetzt erstmal nicht weiter schlimm, aber es kann natürlich was passieren, wenn wir halt werden. Schicksal, ne? Ja. Ich glaube, wir frieren gleich. Obwohl, nö. Ja, ich friere schon. Ich hab nur noch 38% Leben. Ich bin nah am Motor. Mir ist warm. Ja. Ich habe extra vorne die Sitzheizung angemacht. damit der große Tim dann auch ein bisschen warm unterm Arsch wird. Muschikloster nehme ich halt immer. Bin ja nicht der König, dann bist ja du. Ja, das stimmt. So, und nachdem jetzt hier dein neuer Server auf ist, wie hast du den jetzt gemacht? PvP, PvE. Einfach erstmal zwei Zonen erstellt und Healing oder was? Genau. Einfach nur ein Spaß-Fun-Server, so wie hier. Was sich daraus ergibt, das werden wir im Verlauf sehen. Ja. Da sind schon viele, viele Spieler drauf tatsächlich. Ja. Da können wir logischerweise auch hinwechseln. Das ja, heißt, klar. Gucken, wie viele Folgen wir zusammen machen, ne? Ja. Kannst mal mit der Steffi. Die Leute das mögen oder auch nicht. Mit der Steffi spielen, ein bisschen. Ja, klar. Ich weiß ja, gab's hier jetzt schon eine Steffi oder wie? Ja, gibt's jetzt wieder. Okay. Heute erste Folge gekommen. Heute hast du erste Folge aufgenommen? Ja. Nach einer kurzen Ruhepause. Ja, erstmal sammeln nach dem Drama. Ja, klar.
Steinbruch, wunderschön. Zuckt ein bisschen bei mir das Bild wegen dem. Das haben sie immer noch nicht so mit Performance raus, ne? Ja, du, bei mir flackert das ja teilweise ständig. Das ist so ein Bug, der kann auch sein, dass da beschweren sich übertrieben viele Leute von. Das muss irgendwas Grafikkartentechnisches sein. Okay. So, es wird langsam sehr verschwommen, deswegen machen wir jetzt erste Station jetzt auch nicht Torpedo, sondern hier machen wir mit Bahnhof. Weil ich habe jetzt nur noch 30 Leben und ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen. Das wäre ungesund. Ja. Aber ein paar Klamotten für mich, das wäre schon mal gut. So, merken wir uns hier, Romas Bild. Der ist es. Okay. Ist natürlich super laut, ne? Oh, oh. Hä? Wie sitzt du da drin? Okay. Ich hätte das auch noch verletzt. Nee, ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht aussteigen. Oh, geht ja schon gut los, du. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's. Ja, pack nochmal von alleine rückwärts ein. Ja, du, wir. Ey, Tim, man muss aber auch sagen, da kommt einfach der Pro-Gamer in dir raus, ne? Du wolltest das Ding einfach verstecken. Jetzt verstehe ich das erst. Ja, der Sinn war, im Gebüsch zu parken. Ja, ey, das ist ja der Wahnsinn. Deswegen habe ich mein Körpergewicht eingesetzt und ihn nach hinten geschoben. Ja, kurz mal die Bremse getreten, das finde ich gut. Hast du gerade eine Fahne gesetzt? Ja, mal jetzt. Sehe ich nämlich. Mach mal ein Feierchen. Das sieht man immer gut, aus der Ferne auch schon. Sollte reichen. So, ich muss ein bisschen Load machen hier. Bep. Ja, und nur für die, die es interessiert, wir haben das jetzt so geplant zumindest, dass wir abwechselnd die Folgen machen. Das heißt jetzt, die erste Folge kommt bei Tim, zweite Folge bei mir und so weiter und so fort. So, dass wir euch zwingen, die YouTube-Kanäle zu wechseln. Ja, genau. Können wir die bei mir bei dir reingucken und die von dir bei mir. So. Alles voller Taktik. Alles Taktik. Wir wollen nur eure Klicks. Ich hab mehr will ich gar nicht. Ich will Klicks und Geld. Ich will nur Klicks hier. Ich geh schon mit in eine Hütte drin hier. Oh, was ist alles voller China-Hosen hier? Du hattest ja auch schon mal irgendwann angefragt, ob wir was machen wollen, und dann kam deine andere Geschichte dazwischen. Ja, mal ist das so im Leben, ne? Ist so. Machst du nix. Willst du so eine Sporrentasche? Ja, kann ich gut gebrauchen. Bin relativ leer. Die Zombies scheinen nicht so leicht zu sein hier, wa? Ja, nö, doch, das geht eigentlich. Hast du mitgekriegt, dass man jetzt mittlerweile das Leben der Puppets einstellen kann? Also, dass sie mehr Leben haben? Ja, doch, wie stark die sind auf jeden Fall. Nee, nicht wie stark die sind, wie viel die aushalten. Kannst du jetzt auch hochstellen. Also bei uns sind die alle ganz schlapp und haben mit einem Schwertschlag sind die tot. Ja, okay, das könntest du jetzt einstellen, dass das krasser ist. Hm. Wusste ich bis vor kurzem nicht. Viele Radios bei dir auf dem Server. Radio König läuft ja nur. Okay. Nur ein Lied, ne? Ist ja laut. Immer Hawaii-Toast. Ja, aber das Loot ist großzügig hier, würde ich sagen. Ja, wenn du auf die Map guckst, wir sind ja jetzt auch in so einer roten Zone. Ah. Okay, ist halt natürlich Zone. Ist natürlich eine Gefahr, dass da andere Spieler kommen, ne? Ja, aber es ist halt Scum and Chill. Hier sind auch ein paar Spieler drauf, aber ganz, ganz viele PvEler, die sich dann mit ein bisschen auch dann so Soft-RP, nenne ich das jetzt mal, auch in der PvE einfach miteinander vergnügen, Events machen. Mhm. Aber wir haben auch ein paar Schwitzer hier. Roleplay, da komme ich nicht so ganz drauf klar, tatsächlich. Du, hier ist das einfach, ich auch nicht. Hier ist das einfach nur, hi, wer bist du? Ah ja, okay, tschüss. So, also jetzt nicht mit irgendwelcher Story erfinden oder so. Aber just for fun. Jetzt letztens hatte ich ja so ein Event, oh, 40er. Hatte ich so ein Event gemacht und davor bin ich einfach hier ins Restaurant da in dieser kleinen blauen Zone da auf der Map. Bin ich ins Restaurant gegangen und dachte so, machst du mal einen Spaß draus, weil ich hatte noch 10 Minuten, gehst mal was essen bei der Uschi. Bei der Uschi? Ja, bei der Uschi.
Und ja, auf einmal kriege ich voll die Hallos und ich muss ja danach noch ins Event. So, muss ja erstmal auskotzen, Aktivkohle und so weiter und so fort. Und ich muss jetzt erstmal ins Gefängnis. Oh, coole Sache. Weißt du, so auf dem Level ist das dann spaßmäßig einfach ein bisschen RP, nenne ich das jetzt mal. Ja, das ist in Ordnung. Also richtig Hardcore-RP, das ist schon eine Hausnummer, sag ich mal. Er ist schon wild. Es kann, glaube ich, Spaß machen, wenn man die Ich richtigen Leute hat. muss aber immer lachen und so. Bin Ja, einfach nicht ernst bei der Sache dann. ist ja auch okay. So, also ich verstehe das voll. Es gibt ja dann so richtig Hardcore-RP-Server, wo du dann ja eine richtige Background-Story machen musst und auch gar kein Fail-RP betreiben darfst, sonst bist du sofort weg vom Fenster. Und das ist dann auch eher weniger was für mich. Die war So, eine ich. gute Idee, hier erstmal einen Zwischenhalt zu machen. Ja, oder? Das sind mal richtig fett Sachen, ey. Ja, ich habe jetzt auch schon eine taktische Armeehose Kampfstiefel für dich hier. Könntest auch in die Polizeistation kommen, wenn du willst. Pistolen müsste ich für dich haben. Warte mal, ich habe nee, noch kein Magazin. Pistolen. Doch! Ja, ich. Ja, hallo, ne? Und ich hätte eine HS. SF19 für dich mit Magazin und Muni. Boah, die ist ja mal super für den Anfang. Bisschen, dann laufen wir nicht ganz so nackt in die andere Zone. Muss ja nicht. So, wo ist er da oben? Habe ja auch gehört, dass du prinzipiell eigentlich auch PvP-Profi bist. No! Um Gottes Willen. Ich bin der Schlechteste, glaube ich, auf der Welt. Ah. Ich würde mit dir wetten, dass das nicht so ist. Da gibst du noch ein paar Kapalken. Ich bin mal ganz, Würde ich nicht. ganz hektisch bei PvP. Ja, gut. Das ist die Gewöhnung. Mittlerweile spiele ich ja fast nur noch PvP. Aber es ist auch so phasenweise. Mal gucken. Das ist eine Lederhose. Eigentlich müsste es Leder geben. Aber scheint schon in Stofffetzen. Ja. Einen guten Schuhe. Hast du zufällig noch eine zweite Jacke gefunden? Nee, ne? Da lacht im. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr welchen aus. Ich war, da war die andere Ja, egal. Lederjacke. Weil hier auch noch Oh, auf jeden Fall noch Pistolen. eine Jacke. Ja. Also du kannst die natürlich alle mitnehmen. Wir können jetzt auch ein bisschen. Hier ist noch eine Schutzweste für dich. Hier wäre eine Equipment, ey. Schrot. Irre. Ja, das ist halt so. Genau das, du kannst halt wählen, dass du ganz normal spielst. Normal, sonst ist der Loot hier relativ easy eingestellt. Also nicht allzu hoch, aber dann gibt es halt diese wechselnden PvP, diese wechselnden High-Loot-Zonen und dann kannst du dich da voll sorgen. Also hier liegt noch ein bisschen was für dich, ne? Ich habe hier noch was hingelegt, bitte. Wow. Oh ne, meine Hassschrotflinte, aber die hat Munition. Ja, ich. Wir besorgen dir noch eine bessere, warte. Finde ich hier jetzt kurz. So. Da wir ja noch nie miteinander gezockt haben, also auch noch nie richtig miteinander gesprochen haben, du bist auch seit Release eigentlich bei Scum mit dabei, ne? Also auch ein komplettes Scum-Urgestein. Komplett seit Release. Boah, wie cool ich aussehe. Lederjacke, Polizeihose. Kannst direkt den Kaufhauskopf hier machen. Ja. Oh, es wird farbig bei mir, das ist schön. Gut, ich habe hier noch einen Schalli für dich und eine bessere Schrot und noch ein bisschen Munition. Hab's Kommen Sie schon. rüber, können Sie angucken. Und einen Ich Rucksack. komme gucken. Oh, ein Rucksack. Einen kleinen Rucksack habe ich noch, ja. Guck dir mal meinen Style an hier. Oh, nice. Richtiger Bulle. Polizeipolizist. Polizeipolizei ist richtig. Ey, wo ist mein Helm? Oh, war Hast das der du? hier? Der lacht auf dem Boden. Der hier. Ach so. Ja, dann nimm du ihn erstmal. Nö, ist gut. Ich tue meine Glatze gerne präsentieren. Ah ja. Die Heisenberg-Glatze. Genau. Den Style hast du dir auch mit Absicht so gewählt, ne?
Nee, umgekehrt. Bisschen noch, ach, ah. Oh, draußen wird's wild. Ja, gar nichts. Hörst du die Puppets nicht? Uh-uh. Hier drüben. Schnipp, schnapp, schnibbeli, schnapp. Wette auch in der Torpedofabrik finden wir einen Katana für dich. Ich finde da so oft Katanas. Ich voll selten. Ich weiß nicht, was das ist, aber Torpedofabrik ist irgendwie Katanahausen. Je höher du loot, desto schlimmer wird's. Katanahausen. Ja. Das ist mir neu. So, dann kriegst du auch gleich mal hier ein klein bisschen Knackwerkzeug. Sehr lieb. Habe ich auch gerade gefunden. Boah. Schöner Dreher, ey. Ich habe ihn im 40er gefunden. Der kann froh sein, dass ich nicht durchs Mikrofon gezogen habe. Zack, zack. Ich wollte noch irgendwas machen, ich hab's vergessen. Was wolltest du machen? Achso, ich flick mich gerade, deswegen. Achso, brauchst du ein nächstes Set? Ne, habe ich gerade hergestellt. Ja, ist gut. Als Pro macht man das schnell, weißt Als Pro. du? So, die schlimmsten Sachen mal reparieren. Ich sage ja immer, wenn Ja. man nicht an sich selber glaubt, wer soll es sonst tun, ne? Genau. Und wenn scheiße, dann scheiße mit Schwung. So. Hier liegt noch so ein Einser-Schraubendreher, falls du ihn willst. Ach nö. Ne? Der verbraucht nur Platz. Ja gut, also aus meiner Sicht war das ein perfekter Zwischenstopp und wir könnten in die Torpedofabrik gehen. Gerne. Wenn ich meine Batterie hier reingemacht habe. Nimmst du Boombox mit ein bisschen Musik? Nee, ich mach die nicht an. Letztes Mal war ein Copyright Strike drauf. Jetzt Ja, ernsthaft? ja. Kannst du Aber das nicht nur. einreichen oder was? Ach, hab ich drauf geschissen. Ein paar Cent da. Ja. Ja, also perfekt. Glatze. Perfektes Outfit. Ein Ich würde Traum. auch sagen, direkt Cop. Da bräuchte es Direkt. eigentlich noch die Fliegerbrille. Direkt verhaften alle hier. Ja, da können wir Roleplay. machen. Ach so, warte mal, Heiloot-Zone ist ja auch da hinten bei den Military-Dinger, wo die Mechs sind. Wollen wir da erst hin? Willst du da nochmal ein Nö. bisschen? Nee, okay. Da haben wir ja genug, wo wir hingehen. Ah, ist aber ein bisschen warm, mein tolles Outfit. Achso, ich wollte Ja, Munition hier reinmachen. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen mir ist die wollte. ganze Zeit kalt. Hast du ein Unterhemd für mich, Tim? Ein Unterhemd? Zieh dich bitte aus. Was ist ein Unterhemd? Ein normales T-Shirt. Ja. Oh ja. Sehr gut. Mir ist so warm. Dann ist es dir nicht mehr so warm und mir nicht mehr so kalt. Weiß nicht, warum mein Menü so dunkel ist. Ah, jetzt. So. Manchmal muss man auch den Bildschirm erst anmachen, bevor man spielt. Ach so. Ja, dann klappt das mit dem PvP auch besser. Dann brauchst du nicht immer nach Gehör schießen. So Aber. funktioniert das also. Ja, hätte man mal eher sagen sollen. Du, man lernt ja immer dazu, ne? Ich habe auch gelernt, dass das Geflacker hier in Scum einfach dazugehört. Das ist ein Gimmick. Das gute Geflacker. Ja. Steht da der? So. Da. Ah, das ist ein Flüglein. Aber zu heiß ist es mir noch nicht. Ist alles gut soweit? Aber du fliegst überall hin, ne? Ich fliege überall hin, ja. Alles andere dauert ja auch so lange. Ich habe heute einen Short von dir bekommen, Achso, ja. wo du komisch da landest und dann kommt der fliegt der komische Zombie da so in die Luft. Ja. Das sah witzig aus. Ja, es ist furchtbar manchmal, was man sieht. Oh, du hast den Blueprint gelassen. Ja, manchmal nicht. Hui.
angegriffen. Ja, Füße ist genug Freiraum. Oder? Man guckt gerade aus der Ego. Ist auch mal spannend. Ich habe letztens gerade einen Luftfight gehabt. Also eine 249 an beiden Seiten. 100 Schuss. Und dann du triffst ja gar nichts außer Third Person. Schrecklich, ne? Alle, ja, da sagen alle, du musst in die Ego gehen. Ja, ja. Spiel mal in der Ego im Flugzeug, ey. Da geht überhaupt nicht. Bei. Nee. Oh, das sieht cool aus. Tiefflieger ist er auch noch. Du, ich will dir auch ein bisschen die Insel zeigen, ne? Ich weiß ja nicht, wie deine Inseln immer so aussehen. Vielleicht findest du hier mal was ein oder andere. Neues. Ja. Ja, unter der Brücke. Ist aber Neustart, Bam. Oh ja, bitte nicht. Aber es wird hier zum Glück ja angesagt. Sehr, sehr schön hier. Da war auch schon lange nicht mehr. Ja, aber Scum ist auch weiterhin für mich eins der hübschesten Survival Games, so. Definitiv. Ich zock aktuell noch Greyzone Warfare, das ist auch so ein Shooter. Ja, habe ich auch schon angezockt. Auch sehr hübsche Grafik. Ja, schafft mein Rechner nicht. Echt nicht? Nee, nicht so richtig. Also ich muss alles komplett runterschrauben. Und dann ruckelt's auch noch. Was denn für eine Grafikkarte? Eine 2070 Super. Achso, die ist doch gut. Ja, dachte ich auch. So. Sehr nice. Oh. Guck mal, ich guck mir das jetzt direkt vom Profi ab. Und park die Mühle erstmal ein, ne? Ja. Damit die keiner sieht hier. Verstecken. Oh, gehst aber gut mit um, ey. Auch noch ein bisschen Übungssache mit den Fliegern. Ja, auf jeden Fall. Und da ich tatsächlich ja fast überall hin fliege, ist es mit der Übung tatsächlich, man merkt, dass man, das geht irgendwann echt easy. Ja, du landest hier auf der Straße zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Nee. Oh. Wie gehst du immer Torpedofabrik rein? Unterschiedlich, meistens Haupteingang. Ja, okay. Also ich habe immer einen Weg, der sofort da ist. Also den ich immer. Eine Station, wo ich immer als erstes hinlaufe. Mach ruhig, mach wie du magst. Pass auf mich, da guckt der neue hin. Ja. Ja. Mach mal deinen ersten Kill hier. Mit meinem Metzgermesser. Ja. Ich habe sogar Metzger gelernt, wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass du jetzt, glaube ich, Rettungsautofahrer bist, quasi. Ja, so ähnlich. Wie heißt das? Rettungsassistent? Notfallsanitäter. Notfallsanitäter. Rettungsassistent ist davor noch. Ja, man muss einfach sagen, dass du einfach wirklich den absolut viel wichtigeren Job machst als ich. Nee, das ist der neue Rettungsassistent einfach nur. Ja, aber. Trotzdem. Berufsbezeichnung hat sich verändert und Qualifikationen angehoben, wenn ich. Aber du fährst einen Rettungswagen, oder? Ich führe den. Was? Okay, kannst du mir den Unterschied erklären? Der Fahrer ist ein Rettungssanitäter und ich führe den. Ich bin der Chef von dem Wagen. Oh, ey, Cheffe. Ja, es hört sich jetzt so an, so krass, aber. Okay. Ist aber, wo ist der? Nicht vom Belang.
Das haben wir mehrere. Ja, einer ist hier oben. Ich mach den hier oben. Oh, Achtung, 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 Achtung. Vielleicht kommt einer runter. Gott. Achtung, Granaten. Fliegende Zombies hier. Guck mal, die Kraxeln. Ey, geil. Also ich bin hier oben, ne? Ich auch. Ja, okay. Ist gerade. So. Sprengen Zombies. Liebe sie. Ja, im PvP hasse ich sie einfach nur wie die Pest. Ja, die machen, die ruinieren ja alles. Ja, also nicht nur das, du bist halt da und willst Schritte hören. Hörst. Oh. Da war mir, hat mich gesehen. Durch hier. Ja, da musst du immer sagen, danke, danke für dein Follow. Danke für dein Follow. Ja, den hast du weggemacht wieder, ne? Ja. Hast du auf YouTube auch mal gestreamt oder nur Videos, wenn? Auch mal gestreamt. Warum bist du dann zu Twitch rüber? Es lohnt sich mehr, wurde mir viel gesagt. Mehr Zuschauer auch. Echt? Was, okay. Ja. Man hat da mit null angefangen, ne? Aber man hat halt alle von YouTube mitgenommen. Ja. Das ging halt ganz gut, ne? Tatsächlich. Ich mache oben schon mal die Schränke auf. Jetzt bin ich verwöhnt von deiner High-Loot-Zone. Ja, jetzt finde muss ich wieder. Deswegen haben wir da eben einen Abstecher gemacht, eben für die erste Ausrüstung, weißt du? Aha. Oh, ich habe die Fliegerbrille für dich. Das ist schon mal perfekt. Mein Glatzkopf-Charakter. Der kann was vertragen. Wenn schon Kopf, dann richtig. Die Glatze. Ich habe schon mal einen Schraubendreher mit 38 Einheiten. Nice. Das sind die Momente für mich, ne? Also das gelbe Schraubendreher finden ist für mich das absolute Highlight. Ja. Komm kurz nach einer M82, die du einfach gar nicht mehr findest. Glaube ich, noch nie gefunden. Noch nie? Nicht gefunden. Selbst damals nicht, oder was? Aber bestimmt schon mal gefunden. Ich kann mich aber eigentlich nie erinnern. Okay. Also ich weiß noch, als das reingekommen ist, da hast du die ja nur gefunden. Ja gut, dann habe ich sie wahrscheinlich da auch gefunden, aber... Wo ist er denn, der König? Da oben. Ich bin hier oben. Hast du noch Pins, zufällig? Ja. Ja, dann knack du mal den nächsten hier auf, bitte. Ich schlürfe gerade. Bonbons. Lass mal so gut gehen hier auf dem Server. Mhm. Hast du gehört? Die Zombie-Dame. Ah, zwei Ruhmpunkte schon. Ich bin der Beste. Hast du dem König zu gehört? Ich bin einfach der Beste auf dem Server. Ja. Rang-Top ist ja auf dem ersten Platz. Das geht so schnell hier, weißt du? Mit deinem Skill, mit deiner Erfahrung. Jahrzehnte. Ich hab schon Scum gespielt, da gab's Scum noch gar nicht. Nee, richtig. Ist auch so ein Alpha, ne? Hm? Wo ist er denn? Ganz oben. Also links, da links ist ja die Treppe. Wo ist die Treppe nochmal? Jetzt rechts, über die Brücke rüber und dann rechts. Da, ja. Da hockst du und guckst. Ja, ich muss ja gucken, was der Tim macht, ne? Du wirst ja nur abgucken, wie cool ich Treppen hochgehe. Ja. Leiter meine ich natürlich. Ja, als Leiter kannst du Leitern natürlich auch in der leitenden Funktion gut aufsteigen. Hier hast du eine Waffe. Kannst du schon... Horde.
Warte. Ja. Aber kommt doch nicht nach hier, oder? Warum nicht? Jetzt guck mal da, ich habe Waffentarnung auf den Boden gelegt für dich. Ich brauche die gerade nicht. Oh, nice. Ja, dann nehme ich die. Du bist ja öfter hier als ich, also kannst du schicken machen. Aber schon schöne Sachen gefunden. Ja, hier drüben wäre jetzt auch eine MK18 auf jeden Fall. Ernsthaft? Ja. Die habe ich aus dem Schrank gezogen und ein Holster wäre auch da. Und denk dran, hier liegt ja auch die Sonnenbrille. Voll. Na, damit kann ich mir den Prachtkerl auch nochmal in kompletter Gänze angucken. Viele Bonbons. Ach, die. Schick. Er sprachlos. Ey, guck dir das an. Guck dir das an, ne? Einfach ein Prachtkill. Fehlt nur noch der Pornobalken eigentlich. Schöne Popelbremse, direkt Beverly Hills Cop. So, erstmal astrein aus, equipped hier, ey. Was mein, da. Tole im Holster. Ah, geht nicht, scheiße. Ich glaube, was auch noch witzig sein könnte bei uns, wenn wir noch in den verlassenen Bunker gehen. Boah, ich finde die so schwer. Ja, dann ist es doch perfekt. Dann machen wir das auf jeden Fall noch zusammen. So, dann muss ich noch aufmachen hier. Loot dich erstmal fett. So. Loot dich erstmal fett. Fett looten. Weil, also ich würde jetzt Tipp weiterhin abgeben, du findest noch ein Katana. Aber ich weiß es nicht. Meinst du? Ich finde die so häufig hier. Ich darf gar keins erfinden. Ich habe Platz für. Ich habe keinen Platz für ein Katana. Was sind das für Aussagen? Fernglas? Ein Pfeil und Bolzen. Das Ding ist, die haben das Fernglas ja eigentlich relativ useful endlich gemacht. Ja, Zoom hat das jetzt. Ne? Ja, aber irgendwie benutze ich es trotzdem nicht. Ich auch nicht. Warum soll man durch ein Fernglas gucken? Ja, wenn du keinen Scope hast. Ja, aber so oft guckt man ja gar nicht in eine Ferne. Ne? Vielleicht ist das ja gar nicht so schlau, aber man macht es halt. Ja, im PvP vielleicht einfach ein bisschen, ne? Könnte man so quasi so einen Sniper- und Speer-Trupp machen. Der eine guckt die ganze Zeit durchs Fernglas und der andere sieht das dann. Ich hab ein AWM-Magazin. Ja, hab ich auch nicht. Falls du ein AK-15-Magazin findest, da wäre ich dabei. Ja. Ansonsten war hier, glaube ich, noch einer verschlossen. Oder hast du den auch schon aufgemacht? Ja, hier ist noch einer, guck. Kein Katana bis hierhin. Das ist der Katana-Schrank. Ach, bitte, da. Ich glaube, Zombies sind sauer unten auf uns. Die da unten jetzt, ne? Ja, es stinkt mir auch langsam. Warum sind die eigentlich so sauer immer? Warum? Ja, ich weiß es nicht. Weil die halt nicht mehr normal spielen dürfen, glaube ich. Munition. Drei Schuss. 7,9257. Was war das denn noch? 57? Ja. Warte mal. Hab ich für einen Scheiß gezählt? Doch. Ja, 5,7 Zentimeter, oder? Das ist doch die SVD. Oder? Ne. Das ist ja mit R. Das ist, glaube ich, für das K98, die Muni. Ah, okay. Ja, ich kann nur Optik. Ich kann nicht denken. Weißt du, also ich kann es sehen und dann verstehen, aber... Erkennt ihr auch nur an den Bildern meistens. Ja, also ich weiß halt 762 39, das ist AK-Muni, damit komme ich klar. So, jetzt mach die Zombies hier weg. Ja. Brauch Unterstützung. Oh, da sind aber vier Stück. Ich brauche Unterstützung, Tim. Ja, ich komm. Hast du auch schon mal gehört, wir brauchen einen neuen Timmy, oder? Ja, schon. Aber weiß gar nicht, woher es kommt.
Nee. Nein, echt nicht? Nee, ehrlich nicht. Die Dinos? Ach, das habe ich nie geguckt. Was? Ich glaube, dann können wir den Stream an dieser Stelle auch beenden. Der hat die Dinos nicht geguckt, ich weiß es nicht. Ich war da echt nie Fan von, muss ich zugeben. Wie alt bist du? Ich werde jetzt 42 in ein paar Tage. Ja komm, das ist jetzt auch nicht so alt, dass man die Dinos noch übersprungen hat. Nö, die waren so, meine Schulzeit waren die ziemlich populär, aber ich war halt nie so Fan, was soll ich machen? War mir zu gummi und unecht. Ey, da war auch schon richtig viel Gesellschaftskritisches mit dabei. Das fand ich damals schon immer witzig. Das habe ich nicht gewusst, ne? Wenn ich das gewusst hätte und was mit hätte anfangen können, ja, dann hätte ich es bestimmt auch gemocht. Kleine Fun-Fact-Story nebenher. Meine Frau kenne ich ja auch schon 18 Jahre lang. Und wir haben uns damals, vor 18 Jahren, da war ja Internet, sich kennenlernen und so weiter, war ja noch gar nicht so dölle, aber haben wir uns auf einer Plattform kennengelernt und ich hieß ja tatsächlich nicht die Mama. Ach so. Das ist ja auch aus die Dinos. Das kenne ich sogar. Ja. Bin so schlau hier. Ach, hier hinten hat es schon gelootet. Ja. Sehr gut. Du lernst schnell, junger Padawan. Ich weiß. Ich weiß. Ach, ganz aufgeregt mit seiner gezückten Waffe. Ey, PvP-Zone, ne? Spannend ist doch der hinten, der. Ja. Das Gebäude da, das Holzgebäude da. Willst du erst da oder wollen wir erst die ganzen Holzkisten looten in Hoffnung auf einen guten Rucksack? Holzkisten? Egal. Gelootet werden muss sowieso. Ja, das stimmt. Nächstes Mal muss ich ja gut equipped sein, ne? Immer wichtig. Ich loote dir, glaube ich, nur hinterher. Ey, ich will dir das gar nicht. Du, ist ja deine Aufnahme. Ich folge dir am besten. Nein, alles gut. Ich will den Leuten das ich will, das auch gar nicht anders. Das Steffi Gameplays will ich gar nicht zerstören. Ich bin ja gar nicht die Steffi. Ich bin ja tatsächlich mal ich selber. Ah, okay. Ja, dann loote ich weiter. Loote er nur. Warum kann ich die Weste nicht mal mit einem Reparierkit, mit einem Werkzeugkiste heil machen? Weil du dann den Construction Skill nicht, also. Stimmt. Nicht genug hast. Wenn man bei der Charaktererstellung halt alle Punkte random vergibt, so, da kann sowas dann auch mal sich einschleichen, so ein Ding. So ein kleiner Fehler. Ja. Ja, bis jetzt habe ich echt Glück bei dem Mechs, ey, muss ich sagen. Ich lauf hier so umher. Das sind meine Routen, weißt du? Ich lauf so umher und immer gucken sie weg gerade. Aber deswegen, das ist mein absoluter Lieblingsspot zum Looten, Torpedofabrik, weil hier sind die Mechs tatsächlich völlig egal. Also weil du die besten Stationen auch ohne vom Mech gesehen wirst, einfach looten kannst. Du kannst dich super verstecken vor denen. Ja. Und hast halt extrem viele Schränke und Militärlootkisten. Ja. Bester Spot einfach. Wirklich really angenehm hier. Feuerwehrhelm. Hast du einen am Helm oder was? Nee, ich will keinen Feuerwehrhelm. Hab frei! So, aber jetzt im RTW, mich interessiert das tatsächlich, ne, weil ich von so einem Job tatsächlich überhaupt keine Ahnung habe. Du bist jetzt der Leiter, das heißt, du fährst nicht, du fährst nur nebenher. Und ich bin dann Beifahrer. Ja, okay, und dann fahrt ihr zum Unfallort oder was auch immer. Zum Patienten hin und dann. Und dann sagst du an, was Phase ist. Wenn man drauf an, wie schnell und wie dringend was ist, umso hektischer, ne? Ja. Aber an sich entscheide ich alles, was passiert. Und dann auf welches Krankenhaus etc. muss alles ich entscheiden. Das meinte ich halt so damit. Du machst definitiv einen absolut wichtigeren Job.
Als ich jetzt zum Beispiel, ne? Und das finde ich eigentlich immer ganz geil. Alle Jobs sind irgendwo wichtig, ne? Wir fahren auch zum großen Teil nur Blödsinn, ne? Leute, die nächste seit 5 Tage Rückenschmerzen haben oder was weiß ich was, ne? Ja. Das ist ja leider sehr häufig. Oh, guck mal hier. Für deinen Flieger. Was denn? Hast du einen auf Tisch gelegt. Oh, ah ja, habe ich auch gerade gefunden. Vielleicht sogar zwei. Ja, ich habe auch noch eins gefunden. 3 Stück hier gerade in den Schränken. 3 Stück? Mhm. Deswegen Torpedofabrik. Einfach. Gut, serverabhängig, ne? Nee, das ist auf jedem Server. Du kannst dir einen Vanilla-Server machen. Du kannst jetzt auf deinen Server gehen. Und gehst dir mal mit einfach Loot, scheißegal. Torpedofabrik findest du immer die geilsten Sachen und zweite Station, Gefängnis. Ja, das ist wirklich gut. Also die sind relativ even, aber ich würde schon noch sagen, dass Torpedofabrik ein bisschen besser ist noch. Aber das ist meine Meinung. Willst du die Umpe haben, dann müsste ich einmal nur ganz kurz, da wo wir eben gelootet haben, nochmal hochgehen, weil da waren mehrere Mags dafür. Glaube ich, oder? Hast du so eins mitgenommen, so ein MG? Ein Gemä? Nee. Ein MG? Nee, hier nimm mal die Umpe. Ich hol die Mags mal eben. Ich komm da gleich wieder zu dir. Oh, die Umpe ist nicht so mein Ding. Nee? Nee. Aber besser als nichts Automatisches, oder? Ja. Ja, ich brauche nicht, ne? Dann lass sie liegen. Steckst du eine Tasche? Was ich hab ich. Oh, erstmal eine Ems. Erstmal die 249. erstmal zerschrotet. Mal kaputt gemacht. Ne? Das ist gut. Dafür eine Heile gelassen. Ja, cool. MK18 habe ich im Flieger, glaube ich, noch ein Magazin für. Ich weiß, warum ich das Maschinengewehr jetzt mitschlepp? 8 Tonnen. Ja, das ist halt die Frage. Ich wollte es an deinem Flieger montieren. Ah, ja, das können wir eigentlich mal machen, ne? Ja, aber das muss ich die ganze Zeit das. Ein Magazin habe ich dafür auch tatsächlich auch im Flieger, aber ich habe nicht so viel Money. Also die ist auch relativ selten tatsächlich. Ja, irgendwie so MK18 Money und so weiter ist irgendwie selten, ja. Das ist glaube ich 5,56 und danach wird es dann auch schon wieder auf bei mir. 5,56 mal irgendwas. Gut, richtig, ne? Ja, damit ist es falsch, ja. Ich glaube, es gibt auch gar keine andere 556. Dementsprechend kannst du einfach 556er sagen. Ja, das ist NATO-Standard, ne? Ja gut, aber die 762er, die gibt es in verschiedenen Millimeter-Ausführungen. Oh oh. Warte, nicht schießen. Ich hab da einen Trick. Was denn? Mein Lieblingstrick. Aber der wird mit dem Pieper nicht so gut klappen gerade. Ich sehe sogar einen, ich könnte ihn erschießen. Ja, warte. Du siehst ihn gleich noch viel näher. Ich seh dich humpeln bitte. Ist aber ein cooler Trick. Oh, scheiße. Irgendwie ist der Trick schief gelaufen. Aua. Weißt du, willst du einmal cool sein, wenn der Fachmann am Start ist? Oh, wo ist der Fachmann? Wo? Der ist in einer anderen Leitung hier. Hörst du nicht? Das ist jetzt hier, kein Problem. Was wäre denn passiert bei deinem Trick? Naja, der wäre zu dir runtergesprungen. Wäre witzig gewesen. Dann hättest du jetzt die C4-Verletzung. Oh ja. Das war der Trick. Meinte ich. Ja, das war der Trick. Wieso bin ich verletzt? Das war ein bisschen nahe, würde ich sagen. Aber ich musste, sonst wäre der auf mich zugekommen. Aber eine leichte Blutung nur. Ja, ich hätte sonst Verbandzeug. Das ist gut, ich hatte auch schon ein bisschen was gefunden. Alter, einfach nur 18 HP, ne? Ja, moin. PvP, ich komme. So, aber ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich gucke jetzt nicht so viele Steffi-Folgen. Was machst du mit Steffi? Du läufst eigentlich auch nur die ganze Zeit rum und lootest ein bisschen, oder? Genau. Ich habe noch einen Squad, okay. Also jetzt müsst ihr es ja neu gründen. Ja. Da sammle ich, was sie so gerne brauchen, immer alles, ne? Ja. Also Flugzeuge zu kapern.
Und dann besorge ich dem, was alles so geht. Ich mache mal alles für die Gemeinheit. Ja, das ist gut. Dann kaper ich dir hier auf jeden Fall auch gleich ein Flugzeug. Mhm. Das ist gar nicht so schwer. VHS-Magazin. M16. Oh, VHS lag auch oben drüben. AK, hier sind einfach mal alle Waffen aller Nationen auf einem Flecken am Liegen. Russisch, geil, amerikanisch. Torpedofabrik halt. So. Und der gute alte Bolzen, den darf man nicht vergessen. Nicht durch die Scheiben schießen. Oh, toll. Wo bist denn du jetzt? Am Ausruhen? Ich ruhe mich ja aus. Ich hab so ein bisschen. Oh, Horde, nice. Sehe ich 3, 2, 1 Spiele, aka Tim, aka Steffi, mal gegen eine Horde kämpfen. Ist doch da unten. Und, ja, da muss er. Da kann ich dir auch gleich den Trick zeigen, wenn ich gleich. Ganz gespannt auf deinen spannenden Trick. Der läuft genauso gut wie der andere, pass auf. Ja, Horde ist ja mal so stark, wie halt deine Ruhmpunkte sind, ne? Kann man mal sehen, echt? Wenn du mehr Ruhmpunkte hast, kommen auch mehr Zombies. Nein, was? Ja. Wo steht das denn? Ich habe das so noch nicht gemerkt, aber tatsächlich wurde man das so nahegetragen. Okay, aber das habe ich noch nie gelesen. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich habe testweise mal meinen Charakter mal ganz viele Ruhmpunkte gegeben. Und eine Horde gerufen. Da waren wirklich mehr Zombies. Und mit 0 Ruhmpunkte oder jetzt wie ich jetzt mit krassen 3 sollten es auch weniger sein. Und natürlich auch die Anzahl der Spieler, ne, spielt eine Rolle. Ja gut, jetzt, das ist logisch. Das kannst du ja auch einstellen. Sind jetzt zu zweit. Aber Ruhmpunkte, das würde ich jetzt mal als nicht hundertprozentig bestätigt, für mich zumindest, darstellen. Ich weiß auch, ich bin mir nicht sicher. Ich habe es nicht wirklich beweisen können. Wollte ein extra Video dazu machen, ging aber nicht. Nee, ist auch, glaube ich, Quatsch. Muss ich dazu sagen. So, bist du jetzt bereit für den Trick? Wo bist denn du? Da. Ich bin hier runter, ja. Ja. Warte, ich mach das eben. die rennen zu schnell um die Ecke, ne? Hier, brauchst dich nicht. Na, ich verstehe. Brauchst dich nie einfach nur. Guck mal. Stützen dann runter. Da kann ich mich einen Keks drüber freuen, über diesen dusseligen Trick. Keine Munition verschwendet und wir können weiter. Aber da heißen die Suizid-Zombies, weißt du, die explodieren. Ja. Die dann Suizid machen, die heißen einfach nur Zombie. Stimmt. Aber das wussten die ja nicht. Nein. Oh, ist er ertrunken. Oh. Also ist sehr angenehm zu looten hier, macht Spaß, Erfolgsgefühl, weißt du? Endlich mal, oder? Hat man dann, ja. Bei mir auf dem Server ist auch gut gerade. Da habe ich auch mal so Erfolg gehabt. Wie habt ihr denn bei euch die Loot-Einstellung gemacht? Gut, also nicht extrem. Was ist denn das für eine Aussage? Ich hab sie selber eingestellt, ich kann jetzt keine sagen, wie viel. Bist du hingefallen? Ich bin hingefallen. Wie sind eure Server-Einstellungen? Loot-Einstellungen? Gut. Nee. Ja, ich hab's nicht selber eingestellt. Das war ja, ist gut. Weiß der Kollege, weißt du? Weißt du nicht, wie die Einstellung heißt? Ja, also Zweifach-Loot oder sowas, Dreifach-Loot, das wird mir ja schon reichen. Achso, nö, haben wir nicht benannt. Den nicht benannt? Nö. Nicht zu viel und nicht zu wenig, sagen wir mal so. Damit man jetzt auch.
Aber man checkt das noch so ab. Wir beißen uns dann noch so ein bisschen durch. Ne, wenn es uns dann zu viel wird. Bei Airdrops landen da, glaube ich, 3000 Stück in der Minute auf dem Server. Nice. Das finde ich noch ein bisschen übertrieben. Geht ja bei den einen oder anderen vielleicht auch auf die Performance, ne? Darf man ja nicht vergessen. Airdrops oder was? Ja. Server-Performance geht bestimmt flöten dadurch. Ah, gut. Also ich weiß, dass durch Events, also wenn zu viele Events gestartet und wieder abgebrochen werden, dann stürzt doch mal so ein Server weg. Ja. Airdrops bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ja, doch, kann sein, warum nicht? Oh, hier ist Night Vision. Hast du eine Granate geworfen? Ja, eine Furzgranate. Ja. Ich habe keine Granate geworfen, ich habe seit Tagen Durchfall. Ich weiß nicht mehr wohin. Da kommt auch ein Zombie auf einmal aus dem Nichts. Frohlockt von im Rauch. Ich bin abgelenkt. Ja, da drüben ist jetzt nichts mehr. Also auch nichts Spannendes oder so. Ich habe meine MK15 verbummelt. Merke ich die gerade. MK18. Meine ich ja, ja. Ja. Ich dachte, es gibt schon wieder so eine neue Waffe oder so. Die sehe ich auf dem Turm, glaube ich jetzt. Die MK15. Cool. Ich will die aber haben, warte mal. Du hast ja gesagt, das ist ein Magazin. Ja, habe ich. Kann ja nur oben liegen, weil beim Knacken verbummelt. Vorsicht. Fast im Wasser gehüpft. Du bist tatsächlich der Erste sozusagen in Scum so richtig wo auf YouTube, wo ich mal mit jemandem zusammenzock. Echt? Ja. Wer ist noch nie mit einem zusammengezockt? Nicht für YouTube, also doch schon, aber jetzt kein anderer YouTuber sozusagen. Aha. Aber ich lade auch Gameplay-mäßig eigentlich gar nichts hoch. Ja, ich habe ja mit YouTube damals angefangen, ne? Dann kam irgendwann Twitch. Ja. Nee, wo ist denn die MK18? Was für eine Mist. Ich hier nicht mal. Also ich spreng zur Mission schuld, weil man sich ja auf die konzentriert hat. Was, sag's doch ehrlich, du bist immer noch baff von meinem Trick. Also ich fand den. Ich fand das mit dem, wie du den abgelenkt hast am Anfang ziemlich krass. Ja, das. Alter, der wusste ja gar nicht mehr wohin. Das war der krasseste Trick, ja. Der ist vor Spannung ist er selber explodiert. Ja, und dann wollte er mich wieder umarmen, ne? Also, das ist echt tricky. Wo ist sie denn nun? Ich weiß nicht. Du bist ja M16 dafür. Ja, okay, ist doch auch gut. Weiß nicht mehr wo, ich habe jetzt oben geguckt. Mehr war da gar nicht an Räumen. Ja gut, aber dann sind wir hier jetzt schon mal durch. Dann fliegen jetzt mal zum Händler, kannst ein bisschen Geld machen. Da kommst du nicht rum, oder? Alter, das schaffe ich nicht. Klar. Alter, boah, mein Herz. Das habe ich noch nie mich getraut. Da bin ich immer lang. So, ab zum Flieger und dann geht's, würde ich mal sagen, zum Händler. Ein paar Talas verdienen. Dann hast du nicht nur Ruhmpunkte, dann hast du auch ein paar Taler. Hast du schon einen zweiten, einen verlassenen Bunker schon mal gemacht? Ja, wir waren schon mal drin. Aber dafür sind wir zu ungeübt einfach. Ne? Ja, okay. Ja, wir müssen dir nur noch ein Metallschwert besorgen. Und dann sollte das eigentlich easy gar nicht gehen. Männlichen Charakter gar nicht gewohnt, ey. Das Schnaufen. Ja, ich hab dir gesagt, mach Steffi. Ja, hätte ich mal eine Steffi gemacht. Aber mal was Neues für die Zuschauer. Mal nicht, die gucken eh nur auf dem Hintern von ihr die ganze Zeit.
Ja, guck, da müssen Sie jetzt mal auf meinen Hintern gucken. Oh, meine Bude ist so warm, ey. Was kann daraus ist es eiskalt eigentlich und das heizt sich hier drin immer so auf. Wieso, wo wohnst denn du? In Dortmund. Und da ist eiskalt? Na, das ist draußen vielleicht 14 Grad oder so gerade. Aber in meinem. Das ist ja Sommer. In meinem Pipizimmer ist 25 Grad. Das war mal, da würde ich auch eingehen. Boah, der Klima einmal umwälzen lassen. Sag mal, was ist denn hier mit meinem Essenshaushalt? Ich bin ja ganz verwirrt. Ganz verwirrt, wie Dante sagen würde. Verwirrt. Zeit, ich hätte ja auch ein MRE für dich auf jeden Fall gefunden. Schön Thunfischsalat. Mag kein Fisch. Ja, okay. Steffi hat Fisch gegessen, ne? Natürlich. Ja, scheiße. So. Wo steht er denn? Da. Der. Da, wo ich ihn, eingeparkt hatte. Legt man da was auf den Boden, oder man einsteigt? Ja, Mist. Warte mal, du musst das. Du hast ein Schloss und ich komm, kann man im 16 jetzt. Okay. Ach so? Ja. Gut aus. Oh, 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 no. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Was macht der Flieger? Oh! 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 So viel zum Profiflieger. Ich darf nicht Sektorspawn machen. Scheiße. Aber ich hab dir gesagt, ich besorg dir noch einen Flieger. Alles gut. Ich nehme die Reste. Ich puzzle mir den. Nee. Warte, pass auf. Ich spawn mich jetzt am Airfield. Und komm mit dem Flieger wieder dahin. Hol dich erstmal ab und dann fliegen wir mit dem Flieger wieder dahin. Ich bin jetzt an kleinem Airfield gleich. An welchem kleinen? Warte, ich will erstmal Fallschirm ziehen, bevor ich was mache. Kann man nicht merken, was wo ist. Warte mal, hier. Bei Z0, das Airfield. Z0. Ach da. Ja, okay. Ja, dann. Also du zeigst mir heute echt viele Tricks, muss ich sagen. Also. Ist geil, oder? Also es ist halt auch der perfekte Vorführeffekt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei dem Start da an der Stelle gegen irgendwas gefahren bin. Vorführeffekt. Aber schön, dass wir. Aber schön, dass wir zusammen spielen. Ja. Zusammen spielen, zusammen sterben. Ist ein richtiger Glücksbringer, muss ich sagen. Ja, so höre ich das öfter. Komisch. So. Also liegt es doch nicht an mir. Ich wusste es. Wir waren auch viel zu viel beladen. Ja. Ich glaube auch, der linke Reifen, der hatte nicht mehr so viel Bar drauf. Also hat ein Atü zu wenig gehabt? Ja. Das sah alles gut aus. Das sah wirklich alles gut aus. Das sah richtig profimäßig aus. Ich hab gesehen, du hast vorher die Instrumente gecheckt. Ja. Und dann sowas, ne? Bin untröstlich. Passiert. Passiert kann ja mal passieren, zu sterben. Nein, den Scum nie. Ich habe das noch nie gesehen, das Sterbebild. Echt? Das erste, ja. Na Quatsch. Guck mal, da lernst du doch hier noch was. Ich sehe das in jedem Stream mindestens dreimal oder so.
Und dann macht die Steffi ihren Unterhosenlauf, weißt du? Der ist auch immer wichtig. Der ist wichtig. Der Walk of Shame gehört immer mit dazu. Wenn das Bild dann bei Twitch dann halt ist, wo du nur ihren Arsch siehst, ne? Da geht einiges. Dann hast du noch mal ein paar Aufrufe mehr. Hast du ein paar Zuschauer mehr, ja. Das ist der Trick eigentlich. Einfach immer nackt rumlaufen. Ganz vergessen einfach. Aber wie wär's mit dir, so ein Streamer in einer heißen Badewanne? Wäre das auch was? Ich? Ja. Ich glaube nicht, dass ich da Zuschauer gewinnen würde. Nee, aber wenn, würdest du es machen, ja? Ja, unbedingt. In der Badewanne? Ja, und Gott sei Dank habe ich keinen. Ich habe hier letztens auch mit Luis Moncada zusammengezockt. Das war auch richtig witzig. Wer ist Luis Moncada? Also Tim, hast du das Luis Moncada DLC nicht? Ach so, jetzt. Typen aus Breaking Bad. Du als Heisenberg. Ja, weiß nicht, der Luis Moncada. Der Schauspieler heißt so. Ich weiß doch nicht, wie der Schauspieler heißt. Ja, aber das Pack heißt doch auch Luis Moncada. Ich glaube, das ist das Erste, was ich mir nicht geholt habe. Oh. Oder ist das einer von den Zwillingen? Ja, das ist einer von den Zwillingen. Das habe ich. Ja, und der streamt ja auch. Mit dem habe ich jetzt schon ein, zweimal zusammengezockt. Das ist auch ein wilder Dude. Im Real oder was? Ja, ja. Spricht er Deutsch? Nein, aber ich kann Englisch. Oh gut, dann bin ich schon mal raus. Ja. Das höre ich so oft von so Leuten. 98. Am Hangar. Warte, pass auf, jetzt kommt der nächste Fail. Ich sag an, ich hole einen Flieger und sterb dabei nochmal. Du bist dann im Airfield oder was? Ja. Heide Witzka. Hätte ich gern einen Fallschirm gefunden. Willst du mir damit irgendwas sagen, Tim? Für den Fallschirm war gerade zu spät. Ja. Hätte uns da auch nicht gerettet. Einfach mal zünden zum Bremsen. Mittlerweile habe ich oft das Szenario hier auf dem Server bei mir, dass Flugzeuge nicht mehr im Hangar sind, sondern außerhalb. Nicht, weil die da spawnen, weil irgendwelche Dödels das nicht schaffen, den da rauszuholen, dann sterben die da und lassen den da stehen. Und spawnt ja auch nichts Neues. Das kenne ich aber. Der Mech hat mich schon gesehen. Mann, das Highlight hätte ich gerne gesehen. Ja. Ich liebe, dass sie eher viel Flugzeuges klauen. Ach so. Ja, gut. Das machen wir nochmal. Das machen wir nächste Folge. Da klauen wir ein Flugzeug und fliegen zum verlassenen Bunker. Sammel dich erstmal ein. Hast du schon einen Flieger gekriegt oder was? Nee, gleich. Sag ich jetzt mal so. Spawn. Ja. Hier ist sogar ein Repair-Kit für den Flieger. Nice. Das ist immer wichtig bei uns, also bei mir. Finde ich nur nie. Ich klappe so oft die Airfields ab und finde so selten so ein Repair. Ja, ich finde die auch nie. Wenn ich sie suche, finde ich sie vor allem dann nicht. Da bist du noch unterwegs, ne? Ja. Aber ich wechsle meine Flugzeuge auch wie Schuhe, muss man auch dazu sagen. Das ist ja, ich bin guter Flieger, aber das passiert mir trotzdem viel zu häufig noch, das, was eben passiert ist. Ja, passiert, das ist einfach manchmal nicht drin, ne? Fliegen. Nee. Ich mach mal. Das sind ja Menschen ja auch gar nicht ausgelegt. Ich mach mal eine Aufnahmepause, solange, bis du hier bist, okay? Ja. Jo. So, Pause vorbei. Ja, er hat. Ein Flugzeug hat er im Sand gesetzt, muss man einfach mal sagen. Ja. Also insgesamt jetzt schon zwei. Okay, eins habe ich ja nicht mitbekommen. Nee, da war's. Aber er ist auf dem Weg mit einem. Ja, erzähl. Ja, da hat mich der Mech einfach in der Luft nochmal kurz weggeholt. Ich hatte leider keinen
Hat er mich mit seinem Laserstrahl da kurz mal. Ah, da, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn, da ist er. Oh, das sieht so cool aus, ne? Scum ist wirklich ein schönes Spiel. Ist so. Aber peinliche. Wir sind auch mit das geilste Vehikel einfach. Apropos peinliche Geschichten, ich habe dir auch gerade erzählt, wie ich meinen Bänderriss zugezogen habe, ne? Ja. Vor alle Leute auf dem Bordstein umgeknickt und ich konnte da nicht aufstehen. Das sind so die Momente, wo man sich echt im Grund und Boden schämen kann, wenn du einfach nur am Bürgersteig einen falschen Schritt machst und dann hängst du da. Wie so ein Häufchen Elend und dann hilft dir nicht mal jemand. Ja, ne, das war gemein eigentlich, dass sie mir nicht geholfen haben. Ja, das ist auch fiese. So, Mahlzeit, ich bin wieder da. Musst du reparieren? Nö. Das ging glimpflich. Und dann kannst du den aber reinschmeißen, weil das lege ich jetzt auf den Boden. Ja, pack mal rein. Ist auch offen. Ach so, stimmt. Ja, warte. Ja, warte, ich mach. Ja. Wir sind eh los. Mir wird hier gerade auf die Birne geklatscht. Triffst du dich? Das hat Danny Trejo nicht so gern. So, jetzt kommt die Bergungsaktion. Ich bin ja neugierig. Danny Trejo. Trejo! Ich mag den Schauspieler ungemein, weiß nicht warum. Der sieht so gefährlich aus, das ist aber so sympathisch, ne? Ist einfach eine absolute Filmlegende auch irgendwo schon für Actionfilme so, aber ja. Ich glaube, ich habe mal eine Doku über den gesehen und der soll auch vorher schon echt gut Dreck am Stecken haben, ne? Also seine Rolle ist vielleicht nicht mal richtig gespielt. Aha. Ich würde sagen, man sieht ihn das an, aber das wäre gemein, das wäre in eine Schublade stecken. Ja, das machen wir ja nicht. Ne. Wir canceln nur. Ach Gott. Hör auf, ey, das kriegen wir noch Ärger. Das Gute ist, ich habe den Flieger ja an der Stelle in Sand gesetzt, der stört nicht beim Start gleich. Ja. Aber der bleibt auch lange liegen, ne? Ja. Ich hoffe, unsere Leichen sind auch noch da. Meine? Du hast ja mehrere verloren. Ja, also mein Stuff könnte höchstens weg sein, naja, scheiß drauf. Ah, da stehe ich da, guck mal. Ja, das ist voll für ein Elend. Ich hab Angst. Aber der König ist ja nicht umsonst der König. Der Lüfte! Oh, oh. Boah. Naja, das ist in Ordnung. Das ist doch so eine Landung nach Mars. Ja, wie gewollt. Wir sind auf dem Boden und leben noch. Das ist das Ziel. Früher war das doch viel schlimmer mit den Fliegern, weißt du das noch? Ja. Da durfst du ja nicht mal antippen irgendwo. Und jetzt hat er Lust. Das war schlimm, ja. Jetzt hat er Lust, rückwärts zu rollen, der blöde Flieger. Ja. Das muss er auch nachlassen. So, ich glaube, da liegt jemand. Nee. Nicht, noch nicht aussteigen. Nein. Bin ich gerade. Egal, passt. So, Schloss entfernen. Na gut, der kann nicht nochmal explodieren, immerhin. Nee, das stimmt, aber der kann jetzt ins Wasser rollen, das ist auch blöd. Ehrlich, mein Typ. Hä, das ist deiner. Wieso, mit vollen Klamotten? Oh nein, wir liegen beide hier. Ja, wir sind ja auch an derselben Stelle gestorben. Stimmt, wir sind ja beide am Sitzen gewesen. So, dann gucke ich mal, ob ich meinen Kram wieder zusammenkriege hier. Das ist nicht passieren. Das war meins. 1000 Ollen Helm. Oder Rucksack. Ich glaube, von mir ist nicht alles da, bin ich ehrlich. Ah, doch, der Wanderrucksack ist meiner. Und der Quiver, glaube ich, auch, ne? Die M9 ist auch meine. Boah, meine Tatschuhose. Das ist Katana. Guck mal, dann haben wir doch alles. Ist immer ein Schritt explodiert, das. Oh, die Jacke im Arsch, ey. Oh, warte, es brennt. Zieh das mal an, auch wenn es Schrott ist. Ich habe kein Messer-Quiver gehabt. Du hattest ein Quiver? Nee, kein Messerding. Nee, das ist deins. Okay. Was sind da für Messer drin? Achso, ja, den Quiver sehe ich gerade. Das Ding hier. Noch Danny Trejo Machete? Ja, das ist meine.
Die habe ich da liegen gelassen. Kannst du haben, wenn du willst, by the way. Dann hast du ja ein Schwert. Na, warte mal, ich muss jetzt. Ist ein Schloss dann an der, ne? Doch, hatte ich aus dem anderen Flieger rausgenommen. Das ist ja das Schöne an kaputten Fliegern. Du kannst tatsächlich alles ja wieder rausholen. Das ist ganz schön. Das machen die bestimmt auch bald weg, aber. Bestimmt. Und jetzt geht's noch. So, warte, ich wende schon mal. Ob 8. Du fliegst einfach weg, so. Ja, tschüss. War nur eine schöne Aufnahme, tschüss. Reicht jetzt auch. Hab ich ein Nähzeug gehabt? Jo. So, ich bin bereit. Komm sofort. Ich hoffe, der Flieger behindert uns da nicht, ne? Wir gucken mal. Ich hoffe, ich hab nichts verbummelt, ey. Ich hab so viel verbummelt schon wieder. Ja, meine wichtigsten Sachen habe ich, das reicht. Auch nicht so nah am Rotor kommen. Oh, zeig mir nochmal einen Trick. Soll ich nochmal einen Trick zeigen? Ich glaube, wir machen es nochmal. Oh, Safety first. Wir machen es von da. Ja, fahr einfach mal weiter, bis du freie Fläche hast. Ich finde, ich weiß noch damals, als die Flieger kamen, bin ich fast alles, also ganz häufig mit dem Flieger, da gab es ja noch die kleinen Airfields, wo man tanken kann, da musstest du ja auf der Straße langfahren. Damit du tanken kannst. Ja. Weißt du noch? Ja, klar. Ich müsste mir echt mal alte Folgen wieder angucken. Stimmt, du hättest das ja alles. Ich hab's dokumentiert. Oh. Nein, nur Bremsen gezogen. Ein paar Beulen, jetzt hast du in der Flügel. Also, was mache ich denn hier eigentlich? Kannst du mir das bitte erzählen? Das sieht jetzt aber nicht so professionell aus, muss ich sagen. Hast du mal Lampenfieber? Ja, offensichtlich. So, jetzt aber. Oh nein! Schaffst du! Wow, genial! Ja, guck dir das an. Oh, guck mal, was für Beulen der gekriegt hat. Ja, nee, das war schon so. Ach so. Nein, der Witzke, der Kapitän. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir ging nicht der Kackstift gerade. Du warst auch leise. Ich muss mich auch konzentrieren. So, Alex, Konzentrat. Da vorne ist eine Landebahn. Landen ging ja bisher, ne? Nur schlafen war, wenn das Thema. Ja, du warst ja mitten im Wald. Dann muss er erstmal schaffen. Sanfte Bewegung. Völlig natürlich für so ein Flugzeug. So, hopp, eingepackt. So, schön. Ganz sanft. Genau so muss das aussehen. Ja, manchmal hat man einfach den Dreh nicht mehr raus auf einmal. Nee, ja, das ist aber auch ganz wild. So. Mal das dicke MG noch wegnehmen hier. Ich werde mal dieses komische Flugzeug-Repair-Kit einfach verkaufen, aber das brauche ich ja bei dem Flieger gar nicht. Warum nicht? Ach, du machst ja nie Unfälle, stimmt. Nee.
Mal, du hast es auch schon erkannt, ne? Finde ich gut. Ich habe auch zum ersten Mal den Todesbildschirm heute gesehen, in der Laufzeit meiner Scam-Karriere. Ja. Glaub mir keine Sau, wenn ich das sage. Nee, das glauben die auch nicht. Außer du sagst, mit wem du gezockt hast, dann glauben sie es vielleicht. Ach nee, ich bin auf dem Server mal so laut unterwegs. Da weiß jede Sau, wo ich bin. Mal gucken, was wir davon verkaufen können. Sogar die Waffe hat Schaden genommen, in der Tasche. Echt? Ja. Ja, das ist immer dann, wenn die an der Stelle ist, wo sozusagen der Rucksack oder sonst was beschädigt wird, dann wird die auch beschädigt. Du musst jetzt ein bisschen Geld machen, oder? Ja. Wo sind die ganzen Händler hier? Saloon? Schwer zu sagen bei so einem Außenposten. Ja, ich hasse das. Ich komme immer durcheinander bei den Außenposten. Ich werde hier alles verkaufen, ich werde was behalten für nächste Mal. Die MK18, ja, das M16, was ich habe. Ja, behalten. Das kannst du an sich verkaufen. Ich habe noch eine MK18 im Flugzeug liegen. Mach dir mal die Taschen voll. Das geht weg, das geht weg. Die Munition. Ja, das Magazin war auch, glaube ich, deins und das auch. Nee, das AK ist deins. Nee, ich hatte kein AK-Mag. Hä? Keine Ahnung, ich habe auch nicht. Das war, glaube ich, auch in deinem Quiver. Oder nee, das habe ich aus meinem Flugzeug rausgeräumt. Ja, dann nehme ich das mit. Aber das Mag, das kannst du haben, weil... du hast eine SF-19. Einkassiert. So. Verkaufend. Nicht das. So. Hast du eine Werkzeugkiste zufällig dabei? Warte. Ja. Die würde ich gerne immer haben wollen. Yeah, ich hab Plus. Sauber. Trecho-Hose. So. Wunderbar. Und du könntest jetzt auch, wenn du wolltest, dann kannst du so ein Quest annehmen, sammelst zum Beispiel die Puppet-Augen und gibst sie dann bei Händler XY ab, wo was halt in dem Quest drinsteht auf dem Discord. Und dann würdest du, wenn du jetzt 20 Augen oder sowas abgegeben hast, würdest du halt Ruhmpunkte halt automatisch gut geschrieben kriegen. Echt? Das geht? Wie machen die das? Ja. Ja, das ist halt der Bot, der das macht. Raffiniert. Willst du dein Geld noch eben zur Bank bringen? Ja, besser ist. Das können wir wieder fliegen. Dann können wir beruhigt losfliegen. Das ist ja die Bank, ne? Quatsch. Nee. Du davor stehst, deswegen. Ja, ich warte, dass du kommst. So. Greetings, valued customer. Greeting. Valued customer. Was habe ich denn? Mittelinventar. Ach, ist doch schon auf der Bank. Blöd, Mann. Da. Hat es eine Karte noch bei, oder was? Ja, ja. Hab ich noch eine Leiche gehabt, hab weggepackt vorhin. Die Starterkarte, gut. Passe ich immer auf. Ja, ich mach die immer kaputt. Aha. Weil ich mich kenne. Schön. So, aber dann würde ich sagen, wird jetzt das Flugzeug noch eben geparkt. Und in der nächsten Folge machen wir den schön verlassenen Bunker mal. Auf jeden. Das wird gut werden. Wir gucken, wie du parkst. Aus erhöhter Position. Fährst du an die Rampe hoch, oder was? Nö. Die geht doch nicht so gut. Ich habe die schon mal ausgenutzt. Ein bisschen knapp in der Bäume. Ich muss jetzt tatsächlich gerade mal gucken, wie ich mich hier wieder rausmanövriere. Nicht, dass ich hier wieder mich festfahre. So.
Sieht nicht gut aus. Doch. Guck, einmal rüber. Rübergewurbelt. Jawohl. Rübergewurbelt. Komm, gib Gas. Wiggle, wiggle. Ich würde sagen, wo wir das Flugzeug abstellen, zeigen wir mal nicht. Aha. Ich kenne das schon. Dann würde ich auch sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also nee, wir beide nicht, wir sehen uns ja noch. Wir auch. Und ja, hoffentlich hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Kommentar da und dann beim lieben König mal ein Abo oder ein liebes Like. Ne? Mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.